Herzlich willkommen von Vom Adventure. Ja, ich bin unterwegs Richtung Marokko, werde noch ein paar Zwischenhalte in Spanien machen, ich zeige euch diese Plätze. Dann ist mir noch meine Hundematte die Klippe runtergestürzt, da gibt's dann noch eine Session, wie ich die wieder irgendwie holen konnte, beziehungsweise nicht ich, sondern jemand anders. Ja, und dann sind wir dann nach Marokko rübergefahren. Es war Sturm und deswegen ging das ein bisschen länger wie sonst. Die Grenze war aber relativ einfach, das ging eigentlich gut. Und in Marokko selber kamen wir dann gleich fast im Dunkeln an und mussten noch einen Platz suchen. Im Regen dann fahren und ja, dann ist mir noch ein kleines Manöver passiert. Mein erster Schaden habe ich nämlich verursacht an einem Auto. Hinten rechts schwenkt er raus, ich bin zu nah am Auto um die Kurve gefahren. Ja, das in Marokko fängt schon gut an. Also viel Spaß beim Schauen und bis bald. So, jetzt sind wir im Essen. Typisches spanisches Restaurant. Also nicht touristisch und die Spanier essen da friedlich. Und schaut mal die Wanddekoration an. Einfältig, also ja. Also da essen alles Mögliche. Jetzt kommt unser Essen. Ui, du hast zwei? Ja, ich habe das große bestellt. Und die Patata? Lecker. Also das ist Thunfisch. Jetzt sind wir noch in einer typisch spanischen Bäckerei. Es hat hier alles nur Spanier und es ist sehr laut, wie ihr hört. Das ist ein schönes Bild. Ja, da kommt bestimmt. Ja. Solo aere. So, es ist fast alles da. Der letzte Tag, wo ich jetzt hier bin bei Dagmar und wir genießen nochmal die Natur hier, so langsam ein bisschen weiter innen. Ich habe mal eine andere Piste, Route gewählt mit dem Rad und da sieht es doch einiges schöner aus. Hat wieder Bäume. Ja, ihr seht, es gibt wieder Bäume. Ha. Ich sehe einfach gern, wenn es Bäume hat. Das gehört einfach dazu, zur Natur. Ach herrlich, auch das Inland kann wirklich schön sein in Spanien. Da hat es noch ein paar Bäume, da hören sie auf. Da hat die Menschheit halt in den Jahrhunderten alles abgerodet. Leider, das war alles mal bewaldet, ganz sicher. Wir fahren jetzt wieder weiter. Ich bin glaube 4 Nächte bei Dagmar geblieben. Und jetzt geht's wieder raus. Ich habe da gleich mal die Untersetzung reingetan, weil es relativ steil hoch geht. Jetzt fahre ich mal an den Strand. Jetzt höre ich mal nicht auf das Navi, denn der führt mich da außen rum. Aber es gibt hier eine Offroad-Strecke unter der Brücke durch. Und dann kann ich auf die Schnellstraße, die oberhalb von hier ist. Ich bin mal runtergefahren zur Küste. Platz angeguckt, aber ich fahre wieder raus, weil da unten steht schon zwei und es hat auch viele Autos. Mir ist das zu belebt. Jetzt suche ich den nächsten Platz. Nächster Strand. Ich schaue mal, ob es da gut ist. Werden wir sehen. Oh, oh, oh. Ja, das scheint auch nichts zu sein für mich. Das ist die Camperhöhle, die Camperhöhle. Suchen wir weiter. Ganz einfach
an der Küste, entweder sind alles voll Camper oder dann ist für Caravans gesperrt. Die ganze Küste belegt mit Campern. Und wir sind erst am Anfang der Saison. Das ja, kann ich mir vorstellen, wie spät es aussieht. Das letzte Mal war ich, glaube vor 7 Jahren etwa hier. Damals sah es noch ein bisschen nicht so dicht besiedelt aus. Jetzt versuche ich mein nächstes Glück. Da hinten stehen sie auch. Ich gehe ja jetzt mal ein bisschen da rechts rein. Ist mehr Offroad. Hoffe ich jedenfalls, auf den Spuren zu urteilen. Sind da hinten keine Camper. Vermutlich aus diesem Grund, weil die Zufahrt nicht ganz so einfach ist. Das sieht doch schon besser aus. Ich kann hier oben stehen oder dann da unten. Das ist jetzt mein Platz. Ich bin alleine, ein Fischer ist noch da. Die Wölfe sind sich schnell erkunden. Ja, da hinten ist ein Dorf. Und da hinten stehen 200 Meter ganz viele Camper. Aber hier kommen die nicht. Und das ist meine Aussicht. Hey. Was will man mehr? Schön, oder? Gestern Abend gab es noch Sturm, meine Hundedecke ist davon gewindet, ich habe sie gesucht, nicht gefunden, jetzt gucke ich da die Klippen runter und da unten liegt sie. Scheiße, wie komme ich da runter? Gott, hey. Ich habe versucht runter zu klettern, aber ich habe ja Höhenangst, klettern kann ich, aber es ist ziemlich sandig, dann bin ich leicht gerutscht. So. Aber ich dachte, nee, das Risiko gehe ich nicht ein. Und jetzt suche ich mir Hilfe. Vielleicht ist da ein Climber. Jemand hat ein Seil. Zum da unten im Körper was hintun, das habe ich. Aber ein Seil habe ich nicht. Oder eine Fischerrute. Auf jeden Fall Mission Decke wieder holen. Also da hat es ein paar Camper. Auch mit LKW. Ich frage die mal im LKW. Die sind meistens jünger. Die könnten vielleicht ist da ein Kletterer dabei. So, ich habe ein paar Franzosen gefunden, die mir helfen, netterweise. Ein Seil hat er sogar und dann noch mein Abschleppseil und dann sollte es genügend lang sein und dann klettere ich da runter. Da habe ich alles bereit gemacht, Seil. Hier ein Gestellchen, aber die zwei sind schon runtergeklettert. Mann, die haben keine Höhenangst. Ich habe Höhenangst. Ach Gott, hey, die sind da einfach so runter. Ja, ist machbar, aber mit meiner Angst ist das zu gefährlich. Aber mega lieb. Sogar der Hund geht runter. Ja, wie geil ist denn das, hey? Der Hund ist ein bisschen zu dick, gell? Ja, geil. Ich habe meine Matte wieder. Und die, ja, es wäre jetzt nicht so schlimm gewesen, sieht einfach aus, aber, ja, ich habe einfach Höhenangst, ich will da nichts riskieren. Mit Seil hätte ich das locker gemacht, aber die Franzosen, die haben halt keine vollen Unterhosen wie ich. Ach, geil. Merci! Ja, die Jungen, he. Der ganze Aufstand für nichts. Seil, alles hätten wir gehabt, keine Sicherung, aber ja, müssen sie selber wissen. Super. Da gehen sie dahin, die ganze Familie kam noch vorbei. Und die zwei sind einfach runter, ich habe hier alles bereit gemacht, plus ihr Seil. Und sogar noch so ein, ich weiß gar nicht, wie das heißt, das zieht man an. Durch die Beine und über den Körper. Habe ich immer dabei, aber ein Seil, ich muss ein Seil kaufen. Naja,
jetzt habe ich meine Decke wieder. Halleluja. Wir fahren weiter an der Küste entlang und dann auf die Autobahn und ziemlich zügig Richtung Al-Kashira, um dann nach Marokko rüberzusetzen. Unterwegs treffe ich noch einen Vario-Fahrer. Ja, dann werden wir sehen. Hier fahre ich noch ein Stück Autobahn, Mautpflicht, die eines der letzten Stücke nach Murcia Richtung Almería. Aber die geht dann auf die A7 über, ab dann ist wieder mautfrei. Und deswegen hat es hier fast keinen Verkehr, fährt fast niemand hier. So sieht es aus nach Almería. Überall diese Treibhäuser. Eigentlich furchtbar, aber da kommt unser ganzes Gemüse. Oder fast das Ganze. Wie schön, jetzt sieht man wieder grün. Die Treibhäuser sind vorbei. Und ich bin immer noch unterwegs. Motril, und da ist dann fertig für heute. Schönes Dorf da im Hintergrund. Hier unten irgendwo ist der Olaf, wo ich mich mit ihm treffe. Er hat auch ein Vario und hat sich diesen Platz ausgesucht. Ja, geht richtig steil runter, glaube ich, bis zur Küste. Und hier braucht man einen guten Wendekreis. Aber das ist kein Problem, und da unten steht er. Ich sehe, die Idee muss man erst mal kommen, weil die Autobahn ist einiges weiter oben. Völlig abgelegen. So, jetzt bin ich unten. Ich glaube nicht, dass wir heute Besuch kriegen, weil die Fahrt da runter ist ziemlich anspruchsvoll. Wobei nicht für mein Fahrzeug, aber für ein normales. Geschafft, aber ein super Platz, kann man nichts sagen. Der Olli, wir kennen uns eigentlich noch nicht, aber er guckt meine Filme, wie viele, und hat den Vario natürlich. Bin ich viel gefahren, du? Oh, jetzt bin ich aber viel Grüß gefahren. Grüß dich, Olaf. Hoi, Olaf, ja. Gut hergefunden? Ja, ich habe dann noch vorher die Satellitenbilder angeguckt und gucken, ob ich da auch richtig bin, oder? Ja, 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 ja. Aber ist alles gut. Ist doch ein ruhiger Platz. Ja, ist ein super Platz eigentlich. Ja. Ja. Muss man erstmal hinkommen, ne? Ja, da mit Heckantrieb geht das. Ja, ja. Wunderbar. Hier haben wir eine schöne Nacht verbracht. Wunderbar. Alleine. Ich und der Olaf, hey, tipptopp, kleines Vario-Treffen hier vor Malaga, aber heute fahren wir weiter. Ich treffe noch einen Freund, ganz einen alten Freund dann unterwegs. Bei uns geht es wieder weiter. Ich fahre am Olaf hinterher. Ja, kein 4x4, aber Heckantrieb, und das reicht eigentlich fast überall, kann ich euch sagen. Er ist auch nicht so schwer. Es ist auch nicht so steil, es ist vielleicht 20 Grad, so irgendwas. Alles Hochhäuser, das sieht hässlich aus, du. Ja, die Varios sind schon der Hammer. Einmal Vario, immer Vario, sag ich. Sie sind einfach gute Fahrzeuge. Da muss ich jetzt ein bisschen rechts rüber. Er kommt da unten durch. Aber es hat ja Platz. So, aber jetzt wieder geteert. Wir sind jetzt in Tangermet
und haben die Tickets schon gekauft. Morgen das letzte Mal einkaufen. Und dann geht's rüber nach Marokko. Aber jetzt wird zuerst mal Schweizer Raclette gegessen. Freu mich drauf. Mit dem Oli, hä? Hier auf dem Parkplatz. Jetzt geht es zum Porto, um nach Marokko rüberzusetzen. Das Wetter ist etwas stürmisch, aber ich liebe das, wenn es ja, ein bisschen abwechselnd ist. Jetzt geht es ins Hafengelände, einfach Richtung, wenn ihr nach Tanger rübersetzt. Den Schildern folgen, ist schön angeschrieben. Ja, wir stehen hier in Tanger. Nein, ja, wartet, nein. Al-Kashiras am Hafen, nicht Tanger mit. Da wollen wir rüber. Aber die Fähre fährt nicht wegen Sturm. Die nächste ist um 2 Uhr, jetzt ist dann 11 Uhr. Um 10 Uhr waren wir da, 4 Stunden warten. Aber man kann auch zu Fuß raus. Aber momentan haben wir gute Gesellschaft, wir sind überall am Quatschen. Und jetzt müsst ihr euch das mal anschauen. Die fahren durch die Wüste im Sand, diese, sagt man, Döschwo, Enten oder? Ja. Hab gerade letztens einen Film gesehen, einen alten Film, genau, von solchen Fahrzeugen. Das ist Wahnsinn. Die wiegen ja fast nichts. Also die haben kein 4x4, aber die können trotzdem durch den Sand fahren. Garda Civil, der kommt, um die Papiere für die Hunde zu kontrollieren. Ich glaube, die meinen das gut, denn auf der Rückfahrt braucht man die, falls man kontrolliert wird. Und weil es vermutlich Ärger gab, machen die jetzt das? Ja, damit man seinen Hund nicht da in Quarantäne geben muss. Und ja, ist es wichtig, einfach, dass man den Titer eingetragen hat im Dokument und halt die Impfung alle 3 Jahre einfach eingetragen ist. Das ist so das Wichtigste. Und dann hat man auch keine Probleme. Es muss aber im Impfpass eingetragen sein. Der Zettel allein von der Titerbestimmung reicht angeblich nicht aus. Jetzt geht es rein ins Hafengelände. Endlich. Obwohl immer noch, es regnet immer noch und ja, wird nicht so schlimm sein. So, endlich geschafft. Es ist, glaube ich, 3:30 und endlich auf der Fähre. Oberdeck gerade. Boah, die stinken dann, du, ey. Ja, also. Kurz und knackig auf der Fähre kann man bereits schon den Pass abstempeln lassen. Da muss man einfach zum Zoll gehen. Das sagen sie auch im Lautsprecher immer wieder. Also man reist schon auf der Fähre ein, geht ein bisschen schneller und dann muss man rausfahren und wenn man draußen ist, wird das Fahrzeug registriert. Dann kriegt ihr so einen weißen Zettel, den dürft ihr auf keinen Fall verlieren. Und kontrolliert die Chassisnummer unbedingt. Bei mir haben sie das alte Auto vermutlich eingetragen, die hat hinten und vorne nicht gestummt. Dann bin ich beim Ausgang, habe ich das gecheckt und vor dem Ausgang habe ich dann dem Herrn das gesagt, da bin ich nochmal zurück und habe das berichtigen lassen, kein Problem gewesen und dann bei der Ausgangskontrolle hat er mich gleich durchgewunken, weil er gesehen hat, offenbar wieder mal ein Schweizer, der alles korrekt nimmt. Also da war eine falsche Fahrgestellnummer eingetragen und ich weiß nicht, ob das Probleme gegeben hätte, wenn ich da bei der Ausreise plötzlich mit einem anderen Fahrzeug komme, der nicht identisch ist. Ja, gut, habe ich es gemerkt und jetzt stimmt's. Und jetzt sind wir offiziell in Marokko. Die ersten paar Meter in Marokko, da fahren Motorrad ohne Licht herum und das Wetter ist gerade scheiße. Es ist, wir sind da voll in ein Tief hineingelangt und müssen noch einen Schlafplatz finden, was nicht ganz einfach ist. Erste Nacht haben wir hinter uns, das Wetter ist momentan scheiße. Jetzt haben wir alles besorgt und zwar Internet kann man eigentlich schon beim Carlos kaufen, Marokko Telekom. Aber es gibt noch eine bessere Lösung und das ist Invi. Die hat nämlich unbegrenztes Datenvolumen für 200 Dirham, das sind 20 Euro.
haben wir jetzt gleich gebucht. Und jetzt habe ich zwei SIM. Wenn eine nicht geht irgendwo draußen, dann kann ich die andere, ja, mit der anderen habe ich dann Internet. Ja, und ansonsten fahren wir jetzt dann nach Chefschauen. Und jetzt kommt mein erster Kaffee, serviert von diesem Herrn. Sehr gut. In diesem Land jagen die Katzen die Hunde. Sie werden dauernd angegriffen. Mitten in der Stadt, da kommt die Milchlieferung. Zum Supermarkt, genau. Ist das geil hier? Wir sind in Detauen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, aber vermutlich eh nicht. Ja, ich war hier in einem Kaffee und der Kaffee hat mir sehr gut geschmeckt und jetzt habe ich den gleich angeschrieben, der Lieferant, und der kam gleich da auf den Platz und hat mir jetzt diesen Kaffee hier verkauft, und zwar den Arabica. Ich habe aber den schlechteren getrunken und jetzt kaufe ich aber den Arabica, nicht den Robusta, und einen Sack von dem, den ich eigentlich getrunken habe, und ja, so macht man das, he? Ja, im Restaurant habe ich natürlich die Telefonnummer angefragt, er hatte WhatsApp, dann habe ich da übersetzt mit Google und dann kam er gleich her, weil er von dieser Stadt ist, in Detauen, und er hat mir gleich diesen Kaffee geliefert. Ich finde das einfach geil, wie das unkompliziert ist. Der Kaffee, den du probiert hast, schmeckt mir und zack, und schon habe ich ihn. Bin jetzt unterwegs nach Chefschauen und seht euch das an, da gibt es noch Wald, wieder aufgeforstet, sehr schön, das macht Marokko gut. Da oben ist Chefschauen, da rechts, da müssen wir hin. Ich muss aber tanken, ich bin fast leer, bin auf Reserve, da gibt es zwei Tankstellen. Willkommen im Land des Bargeldes. Ich wollte tanken, drei Tankstellen akzeptieren keine Kreditkarten, was ja eigentlich nicht so schlecht ist. Also hier, Bargeldabschaffung ist ein Ding der Unmöglichkeit. Tja, also da muss ich jetzt wechseln gehen. Habe einen Schaden gemacht da und wollte es mit der Versicherung laufen lassen, aber ja, das ist zu kompliziert. Jetzt habe ich ihm 1000 Dirham gegeben, also etwa 100, ja, nicht mal 100 Euro. Und dann ist er zufrieden, das hat er gesagt, und ja, gut. Das muss ich jetzt halt von meiner eigenen Tasche bezahlen, bei der Versicherung hätte ich kein Selbstgehalt, aber um diese Bürokratie, ja, machen wir so. Ja, nach diesem Malheur, das in dieser kleinen Stadt, sind wir jetzt hier auf diesen Parkplatz gefahren. Früher konnte man da unten am See stehen. Ich war vor 3 Jahren schon mal da, jetzt leider nicht mehr. Ja, und in jedem Parkplatz praktisch, auch da, wo der Tourismus ist, ist immer ein sogenannter, selbsternannter Parkwächter, der kleines Geld nimmt. Meistens so 2 Euro, in größeren Städten sogar mehr. Ja, jeder hat da so seine Einnahmequellen und so sagen sie dann, ja, Guardian, also die sind dann Wächter, aber sie sind dann, am Abend gehen die nach Hause und jetzt ist er auch noch nicht da. Also, ja. Ja, die müssen halt auch ein Einkommen haben. Endlich mal schönes Wetter, endlich wieder Sonne. Wir sind auf 700 Meter da oben. Es ist auch, ja, kühl, relativ, etwa 12 Grad, schätze ich. Ja, jetzt schauen wir dann bald mal die Stadt an. So, das war es wieder von mir, fast live von Marokko. Die Videos sind immer noch voll aktuell und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und diesmal nicht so viele Drohnenbilder, die gibt's dann vielleicht wieder in der Wüste, weil hier, wo Menschen sind, sollte man nicht fliegen.
Ja, also dann bis zum nächsten Mal. Daumen hoch, lasst ein Abo da und bis bald.